Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge war alles ein wenig chaotisch und jetzt fängt es hier auch schon so an. Es nervt, dass man noch nicht mal seine Ansage hier machen kann. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass wir gesagt haben, dass wir das Gebiet hier wechseln, beziehungsweise hier vorne auf der Suche die Quest weitermachen. Aber ich habe gesehen, dass wir noch zwei Ausrufezeichen haben. Einmal hier oben links und einmal das, wo ich gerade stehe. Die machen wir natürlich davor noch eben. Hey da, ja du, ich bin François und ich bin ein Maler. Die Fee der Inspiration hat mich den ganzen Weg aus Plätzia, dem Land der Künste, hierher geführt. Die goldene See von Diorica lässt mein Herz ebenso flattern wie die Wellen. Obschon, es könnte mehr Wumms vertragen. Etwas wie das noble Element der Menschlichkeit, eingefangen in einer rustikalen Szene von Scholle und harter Arbeit. Da ist es. Gut, geh dorthin und versuche, die Diorica-Körner vom Boden aufzulesen. Beeil dich, bevor der Sonnenuntergang verblasst. Okay. Du möchtest also Körner haben. Ja, ist ja gut. Ich habe immer noch nicht das Gehen mit der Maus drin. Ich merke es schon. Mein Gott. Vor allen Dingen erschreckt man sich dann in dem Moment auch so. Und ich denke dann jedes Mal, oh Gott, werde ich jetzt angegriffen? Warum schon wieder auf dem Feld? So, fertig. Dann reden wir wieder mit ihm. Ja, das ist es. Es ist so wunderschön. Bald schon wird die Welt dieses Meisterwerk von François Maestro unter den Malern bewundern. Ich habe dich jedoch außen vorgelassen. Du bist nicht wirklich das ansehnlichste Modell. Hallo? Tut mir leid, aber das ist so. Egal, du hast gute Arbeit geleistet. Ja. Dann habe ich hier auch nichts weiter zu sagen und werde mich da mal direkt zum nächsten hinbegeben. Können wir da, ja, wenn wir da hochspringen, dann kommen wir da auch von hier aus hin. Na, du süßes Kaninchen, ich will dich jetzt nicht jagen. Genauso wenig will ich gejagt werden von irgendwelchen komischen Viechern, die hier rumlaufen. So, jetzt kommt da schon wieder so ein Boss-Ding. Ich will doch nur meine Quest machen. Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ich tue doch niemandem was. Das Angreifen macht doch keinen Spaß. So. Das soll eigentlich direkt hier oben sein. Schwuppdiwupp. Und eine Blume ist auch noch direkt in der Nähe. Die nehmen wir uns doch mit, weil ich habe nämlich festgestellt, dass man im Haus Getränke machen kann und dadurch dann ja auch wieder, ja, levelt, nehme ich mal an. Was ist denn das Rote da? Du hast es auch gehört, nicht wahr? Es heißt, Luban hätte der Schericht-Armee Unterschlupf gewährt. Es scheint, als wäre Ewald hinübergegangen, um Luban zu schelten. Luban hat alle Vorwürfe verneint, aber meine Güte, was für ein Schlamassel. Ich meine, wo Rauch ist, ist auch Feuer, nicht wahr? Vielleicht könntest du ihn überzeugen, zu gestehen und um Vergebung bitten. Das habe ich zumindest gehört. Es heißt, sie stünden auf derselben Seite. Ja, redet bloß alle durcheinander, damit ich überhaupt nichts mehr verstehe. Nee, Moment, da unten. Was ist denn mit dir? Sag mal. Hallo? Ich verstehe nicht, woher Sie dieses Gerücht haben. Heda, gute Ritterin, bitte tu mir einen Gefallen. Ich muss meinen Namen von diesem lächerlichen Verdacht reinwaschen. Ich wäre der Spion des Regenten. Ich finde kaum noch Schlaf, weil mich die Sache so aufregt. Lächerlich. Du bist stark und die Leute respektieren dich, nicht wahr? Geh doch bitte zu Butler Ewald und lege ein gutes Wort für mich ein. Bitte. Ja. Da waren wir in der letzten Folge schon mal. Wo waren der jetzt? Oben beim Fragezeichen, glaube ich, ne? Dann reite ich jetzt in die falsche Richtung. Obwohl, komme ich da? Ne, da komme ich gar nicht durch, ne? Dann reite ich doch nicht in die falsche Richtung. Ah, okay. So, da ist er.
beziehungsweise da kommt er gleich. Oh, ich weiß, dass Luban kein schlechter Mensch ist. Jeder verdächtigt Luban der Verschwörung mit dem Regenten. Hätte ich ihn nicht besucht, der Mob hätte vielleicht sein Heim niedergebrannt. Es ist so schwer, Gerüchten Einhalt zu gebieten. Ja, das erleben wir gerade wieder. Ich glaube, es gibt einen anderen Weg. Ich glaube, wir können sagen, dass Luban herausfand, wo sich die Sherricht-Soldaten verborgen hielten. Dann bat er dich, sie auszuschalten, da er es nicht selbst erledigen konnte. Bei dieser Art Gerücht bin ich mir sicher, die Leute werden Luban in einem anderen Licht sehen. Weil ich so darüber nachdenke, haben sich einige der neuen Arbeiter beim Anwesen recht verdächtig verhalten. Das hast du aber nicht von mir, klar? Nein, natürlich nicht. Da oben. Eigentlich muss ich... Achso, ich kann hier hochreiten. Ah, okay. Guten Tag, wer von euch ist denn verdächtig? Schaut mir erstmal beim Blumenpflücken durch. Zu, nicht durch. Finn und besiege Sherichts verkleidete Soldaten. Wieso? Achso, weil ich mit denen reden soll. Verzeihung, wie kann ich dir helfen? Ich wurde kompromiert. Oh. Stirb. So. Ich weiß gar nicht. E ist, glaube ich, ganz gut so für den Einzelnen, oder? Guten Tag, guten Tag. Ach, du bist auch komprimiert. Tschüss. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der komprimiert gesagt hat, aber egal. Berichte dem Butler. Okay, dann gehe ich jetzt schon mal. Ich glaube, es ist auch eigentlich egal, welche man anklickt. Ich denke mal, man muss irgendwie nur zwei angeklickte, also so mit zwei gesprochen haben, die wirklich ja, zu den Bösen gehörten. Ich wusste, du würdest helfen. Endlich Luban wieder ruhig schlafen. Sag mal, das war in der letzten Folge schon so ein seltsames Deutsch hier irgendwie. Wir sollten die Kunde verbreiten, um das Gerücht zu stoppen, dass er mit dem Regenten gearbeitet hat. Es wäre toll, wenn du selbst die Kunde verbreitest. Ja, das ist aber ziemlich dämlich, oder? Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rumlaufe und sage, na, ich habe dem geholfen. Das glaubt mir dann doch keiner. Guten Tag. Wirklich? Oh, ich habe es nur einige andere Leute sagen hören. Oh, bitte sag niemanden, dass ich das Gerücht in die Welt gesetzt habe. Ich hege wirklich keinen Groll gegen Luban. Er ist echt ein guter Mann. Okay. Verbreite, muss ich das jetzt überall so ein bisschen? Nee, eigentlich nur noch da unten. Ich habe jetzt eben nicht drauf geachtet, ob da eine Zahl beistand. Nein, wie habe ich das angemacht? Hier. Und da hat er mich gebeten, bla bla bla. Hallöchen. Oh, wir haben ihn gänzlich missverstanden. Oh, armer Luban. Wir sollten gehen und uns entschuldigen. Danke, dass du uns Bescheid gegeben hast. Ja, so erstickt man ein Gerücht im Keim. Genau. Gut, haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben noch ein bisschen Zeit, dann machen wir direkt die Hauptquest weiter. Da sollten wir ja was entziffern. Die Hinweise bei der Bibliothek. Tschüss, liebe Leute. Das war es aber noch nicht ganz von mir, von heute. So, ich denke mal, wir kommen in ein neues Gebiet, oder? Dudum, dudum, dudum. Ja. Wo müssen wir denn hin? Moment, hier haben wir... Achso, da hinten. Ich wollte gerade sagen, da haben wir zwei... Was? Ich habe einen glücklichen Mokosamen entdeckt. Das ist schön. Helden. Und wenn ich einen unglücklichen Samen entdeckt hätte... Kann ich da irgendwas abholen? Weil das steht jetzt die ganze... Ah, nee, jetzt ist es weg. Okay. Wo war das jetzt? Moment, geradeaus links. Aber hier komme ich auch... theoretischerweise durch. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt noch durch. Es wird sich etwas ändern. Ja, das will ich doch hoffen. Zeigt euren Liebsten, wie viel sie euch bedeuten.
oder? Moment. Hä? Ich muss links rum und dahin, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Mann, was soll das immer mit dem Samen? Von Thermia. Sei bitte leise. Ja, ich reite mal eben rein, ne? Danke. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Amel! Du hast die Zeichen gesehen. Nahuns Tonsoldaten. Ja, ich habe sogar einen zusammengesetzt. Was für eine einzigartige Art, eine Spur zu hinterlassen. Der Tonsoldat wird in dieser Biografie erwähnt. Die Sonne betet die Ruhestätte des Königs an. Mit der Ruhestätte des Königs muss das Grab eines Königs gemeint sein, nicht wahr? Vielleicht weiß sie Rain mehr. Welches? Ich bin irgendwie so abgelenkt gewesen davon, dass das immer noch da oben reinkommt. Also, wo ist denn der überhaupt? Also hier gibt es noch verschiedene Quests, aber ich denke, dass er das nicht ist. Kartenumtausch? Achso, okay. Nee, der ist ganz oben. Moment, das ist... Lutheraner sollten die Speerspitze im Kampf gegen die Dämonen sein. Ehre sei Lutera. Ah, ich hasse das irgendwie mit den Karten. ja, stimmt, der ist ja oben im Palast drin. Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Geh weg da, ich muss hier rein. Ich konnte doch irgendwie... Ach, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Aber ich habe Abklingzeit. Das habe ich vergessen. Schade. Okay. Prinzchen, wo bist du? Da oben. Hi. Hm. Ich kenne einen ähnlichen Vers. Ich erinnere mich, dass jemand das gesungen hat, als ich jung war. Oh, richtig. Damals war Odin der Hofmusiker. Er ist nun in Rente und lebt auf dem Sonnenhügel. Warum fragst du ihn nicht nach einer Zeile? Die Bauern auf der Dyorika-Ebene sollten dir den Weg zum Sonnenhügel weisen können. Okay. Dann, ich probiere das übrigens nochmal mit dem Reden, aber ich glaube nicht, dass wir Vormarsch ermutigen. Obwohl, so können wir ihn ja doch auch ein bisschen pushen, ne? Das machst du toll! Das findet er ganz toll. So, Lied der Tapferkeit spielen wir auch noch mal kurz. Perfekt. Haben wir auch noch irgendein Geschenk für ihn? Ich glaube nicht, ne? Transparente. Genau, eine transparente Perle. Das ist doch was für einen echten Kerl hier. Nee, ich denke mal, damit werden wir wohl nicht viel machen können. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich zumindest die paar Pünktchen dann noch mitnehmen. Ich bin immer schon auf 30, fällt mir gerade auf. Okay. Bitte Miller auf der Dykoria-Ebene um eine Wegbeschreibung. Die Frage ist jetzt, Dykoria ist ja das, wo wir herkamen, ne? Das heißt, wir müssen... Ja, wieder nach ganz unten. Ach, ich liebe es dann immer stundenlang in der Gegend herumzulaufen. Ich weiß, ich kann auch porten, aber ich... Erstens habe ich gar keine Ahnung mehr, wie ich das überhaupt gemacht habe. Ich glaube, es war mit den Dreiecken, mit den Symbolen. Also das ist eigentlich das kleinere Übel. Aber naja, ich laufe da jetzt mal eben hin. Ist ja jetzt auch nicht so viel. Ich sehe hier unten auch ganz viele Symbole von Bäcker und so. Da haben wir auch nochmal zwei Quests. Das heißt, hier hätten wir theoretischerweise vier Quests, die wir noch machen können. Das ist cool, weil dann wissen wir schon mal, was wir demnächst noch machen können. So, der muss natürlich wieder am komplett anderen Ende sein. Ach, kann ich das wagen, bei diesen komischen Viechern da durchzulaufen? Verstehe auch nicht, warum man mit dem Pferd diesen Sprung machen kann, mehr oder weniger, aber dann drüben wieder das Pferd holen muss. Das ist irgendwie ein bisschen doof gemacht, finde ich. Da könnte man auch eigentlich komplett auf dem Pferd sitzen bleiben. So.
Ja, haha. Ich reite ja sowieso dagegen. Du kannst mich eh nicht kriegen. Ha. Oh, hier sind echt so viele Hasen, die man jagen kann. Aber es ist so ein beschissenes Gebiet zum Jagen. Weil hier überall irgendwelche Gegner sind. Also jetzt nicht die, die jetzt gerade hier sind, sondern andere. Ach, wie die jetzt zum Beispiel auch. Hi. Hallo. Wir haben echt tolles Wetter, was? Wo willst du hin? Zu dir. Hey, was war das denn jetzt? Hallo. Och, ernsthaft. Nervt mich doch nicht immer, wenn ich irgendeine Quest am Machen bin. Haut endlich ab. Hallo. Wir haben echt tolles Wetter, was? Wo willst du hin? Du gehst nach Sonnenhügel? Meine Güte, es gingen Gerüchte über diesen Ort um. Die ausgebeuteten Bauern revoltierten allem Anschein nach. Und weißt du was? Gut für sie. Jedenfalls kommst du dorthin, indem du der Straße direkt von den Stationen aus folgst. Pass gut auf dich auf. Sag mal, wollt ihr mich jetzt verarschen? Wieso werde ich hier getroffen, wenn irgendeine hier rumläuft? Boah. Hallo. Ja, interessiert mich nicht. Pass gut auf dich auf. Wo willst du hin? Du meinst, du wärst auf dem Weg zum Kürbisdorf, stimmt's? Nö. Es heißt, die Leute dort hätten eine Kürbistruppe oder so etwas ins Leben gerufen. Kürbismasken und all sowas. Was ist nur aus diesem Königreich geworden? Ein Freund von mir lebt in diesem Dorf und ich bin mir noch nicht mal sicher, dass sie genug zu essen haben. Oh, ich habe noch etwas Haferbrei übrig. Den könntest du Olson geben. Das wäre perfekt. Okay. So, werde ich jetzt nochmal angegriffen, weil irgendjemand hier die Quest macht? Oder darf ich jetzt... Wo hat die denn gesagt? Da oben rechts muss ich rum. Natürlich wieder durch diese Mistviecher durch. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die mich jetzt tatsächlich angreifen gerade. Ich glaube nämlich nicht. So, da oben. Die kommt mir schon wieder entgegen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich gleich wieder zurückwarten. Die Welten hätte das Dorf in Brand gesetzt. Verfluchte Narren. Die Pocken sollen sie holen. Welche, die Affenpocken oder die normalen? Wofür ist dieser Haferbrei? Liefere nahrhaften Haferbrei fährt. Achso, das ist von Miller? Ha, ja, sie hilft gern. Danke, dass du dies vorbereitet hast. Ja. Das war's. Die Weltenernte hätte das Dorf in Brand gesetzt. Verfluchte Narren. Die Pocken sollen sie holen. So, das heißt, hier oben müsste ich dann mit dem Musiker sprechen. Die Frage ist, kommen wir da nochmal zurück oder nicht? Weil ich möchte eigentlich gerne in der Burg Luterra noch die Aufgaben machen. Und wir sind ja jetzt hier eigentlich am Weitermachen. Deswegen, Also ich gucke nochmal, weil wir jetzt gerade bei dieser Sache sind, ob wir hier vielleicht auch was abschließen können. Oh. Nein, nein. Ach, blöde Kuh. Du sollst den Baum fällen. Du sollst nicht angreifen. Es tut mir leid, aber wenn ich zwischendurch schon mal sowas sehe, dann muss ich es natürlich auch mitnehmen, weil ich wahnsinnig viel davon brauche. Ich glaube, auf der Burg brauchte ich da so viel von. So, dann bitte keine Gegner. Oh, nein, ich muss natürlich durch eine Riesenmasse durchlaufen. La 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 la. La 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 la. Lass mich mal sehen. Ah, dieses Lied ist recht alt. Das la 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 oder was? Ich glaube, solche Verse habe ich schon einmal gesehen. Siehst du das Ninveh-Observatorium dort drüben? Der Text auf dieser Plakette dort ähnelt den Zeilen, über die wir sprachen. Jeder kann das Observatorium mit dem Horn eines Valor-Ludus nutzen. Also los, riskiere einen Blick. Die in dem Horn der uralten Kreatur schlummernde Magie ist die Energiequelle für dieses Observatorium. Da er die Magie von den Sylvanern erlernt hat, war Nahun auch der architektonischen Magie mächtig. Okay. Sammle. Ach so, ich muss dann doch diese Hörner sammeln. Ach, das sind diese Viecher von gerade, oder? Ich mach erstmal eben den Bau. La 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 la.
Ja, ich habe es verstanden und ich habe eben sogar mitgesungen. Aber die greifen mich so nicht an, oder? Ich weiß, ich hätte das nicht fragen sollen. Nee, sie greifen mich anscheinend nicht an. Dann lasst uns erstmal den Baum fällen, bevor wir... Nein, die Wölfe. Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Der Idiot hat die einfach getötet. Was bist du denn für ein Vollpfosten? Hey, was ist das denn? Hä, wieso war ich jetzt auf Jagd drin? Was ist das denn für ein Quatsch? Nein, euch brauche ich nicht. Ich brauche nicht. Ich wollte doch gar nichts mehr von euch. La 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 la. Ja, ist gut. Ach, den einen Baum nehmen wir jetzt noch schnell mit und dann gehen wir nach oben, wo die Quest weitergeht. Das Observatorium. Ich schau mal eben. Ist eine Quest noch zusätzlich. So, Moment. Da muss ich irgendwie hoch. Ach nee, die greifen mich doch garantiert an. Aber die waren, glaube ich, auf was anderes gerade aggro. Darf ich das auch mal benutzen, oder? So. Die sieben Sterne, die wir die Sternenboten nennen, leuchten hell am Nachthimmel. Während sie in alle Ewigkeit über uns wachen, teilen sie ihr Licht mit uns. Aber der größte Stern hat Arcesia verlassen, um unser ewiger König zu werden. Mhm. Okay. Dann... Ich würde dich ja jetzt eigentlich gerne annehmen, aber die greifen mich gar nicht an, diese komischen Viecher da, ne? La, la, ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Hast du sie dir angesehen? Ja. Es... Oh, ernsthaft jetzt? Wieso greift der mich an? Hä? Leute... Kommt doch noch ein Wolf? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Hä? Warum greift mich ein Wolf von hier ganz unten an? Und wieso greifen mich die Viecher an, mit denen, also die mich ja gar nicht angegriffen haben, als ich direkt neben den Baum gemacht habe? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und hast du sie dir angesehen? Ja, immer noch. Das hatten wir auch. Willst du den Text auf der Plakette sehen? Obschon er vollständig aussieht, will es die Legende, dass er einst eine Geschichte über das Grab des Königs erhielt. Nun ist es verloren. Vielleicht sind die Zeilen, die du gebracht hast, der fehlende Teil. Wir können nicht sicher sein. Warum besuchst du nicht das Kürbisdorf? Du findest gleich mehrere ältere, erfahrene Barden, die dort leben. Sie könnten dir helfen. Einer seiner Schüler müsste heute hier irgendwo sein. Vielleicht kannst du den ja besuchen. Oder direkt mit dem neben mir sprechen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wobei, Moment, Schüler, das ist dann der da oben. Ich spreche nochmal eben mit ihm. Endlich mal ein unbekanntes Gesicht. Ein Vergnügen, einen Reisenden kennenzulernen. Sonnenhügel zieht regelmäßig Baden an, weil es dort Spuren der Sternenboten gibt. Wenn du auf dem Weg zum Dorf auf der anderen Seite bist, warum siehst du denn nicht einmal die Stelen am Fluss an? Die zwei Stelen erzählen die Geschichte eines großen Vorfahren. Okay. Machen wir. Das dürfte dann theoretisch... Nee, er meint jetzt nicht hier oben. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo er das meint.
Achso, doch, da. Da ist die 3. Vielleicht sollte ich hier unten die Geschichte dann, die Quest dann doch noch eben annehmen. In der Hoffnung, dass der mich auch nach oben führt. Das ist Kauderwelsch. Ist es möglich, dass selbst die Sterne eines Tages sterben müssen? Ich hörte, eine Aufzeichnung der Sterne soll von Nahun zurückgelassen worden sein. Vielleicht könnte ich die Antworten finden, indem ich das, was dort niedergelegt ist, mit dem vergleiche, was ich heute sehe. Jedoch hat Nahun all seine Aufzeichnungen versteckt. Scheinbar hat es ihn gestört, wenn andere seine Arbeiten sehen wollten. Was für ein Snob. Ich hörte, er hätte die Aufzeichnungen in diesen bewegungsunfähigen Tonsoldaten versteckt. Aber es ist gefährlich, sich mit denen anzulegen. Ich muss mich jetzt mit denen anlegen, oder? Sammle Konstellationsauszeichnung von den bewegungsfähigen... Ach, das sind die hier? Das sind die hier. Tatsache. Dann nehmen wir noch schnell den einen Baum mit. wahrscheinlich kommen die dann jetzt alle auf mich zu, wenn ich einen angreife. Das erklärt aber zumindest, warum ich die vorher nicht angreifen musste. Oder anders gesagt, warum sie mich nicht angegriffen haben, nicht warum ich die nicht angreifen musste. Das sind zwei nebeneinander. Hier oben. Achso, nee, das Gebiet ist da zu Ende. Komm ich auch nicht runter. Mann, ich wollte an den Steinen vorbeilaufen. Komm mal ein bisschen mit hier. So, bitteschön. Sind das nicht Nahuns Konstellationsaufzeichnungen? Damit könnte ich das Geheimnis der Sterne vielleicht doch enträtseln. Ich werde meine Ergebnisse zu gegebener Zeit mit dir teilen. Ich danke dir vielmals. Stimmt, das war ja diese Sache, dass ich dummerweise meinen Let's Play-Char nicht Gameplayerin genannt habe, sondern meinen privaten Char Gameplayerin und meinen Let's Play-Char Mondgöttin. Das, ja. Verwirrt ein bisschen. Wenn ihr mich jetzt wieder angreift, ihr blödes Viech, ne? Weil jetzt sind die ganz friedlich hier. Verstehe ich nicht, ganz ehrlich. So, dann gehen wir nochmal eben schnell zur 3, weil die Folge nämlich auch doch mittlerweile sehr lange wird. Was uns natürlich nicht davon abhält, mal eben kurz Holz zu hacken. Okay. Bestimmt wieder irgendwelche Viecher hier in der Nähe, die mich angreifen. Ja, das war so cool. Da hätte ich auch gar nicht durchgemusst, toll. Eine Kluft erschien am Himmel und Dämonen strömten hervor. An jenem Tag, vor 5 Jahrhunderten, fanden viele Leute den Tod. Ja. Jetzt muss ich aber nicht mehr zu dem einen zurück, sondern nur noch hier hin. Da oben läuft ein Kürbiskopf rum. Da ist auch so ein Kürbiskopf. Hilfe! Hilfe? Du hast Weltraumblatt? Ich weiß es nicht. Ja, und die greifen mich auch noch an. Hallo? Nein, du sollst dich nur bewegen. Och, mein Gott. Gehe zum Schüler des Baden. Ja, ich würde jetzt normalerweise sagen, da wir sowieso hier weitermachen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil der Bade wird mir bestimmt noch so einiges erzählen, was uns dann in der Hauptquest weiterhilft. Und das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das in der nächsten Folge mitbekommen würden. Bis dann. Ciao.